Hallo, hier ist wieder Michael Adams für Stock Telegraph. Willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Videoserie, die ich auf der Edelmetallmesse 2014 in München gedreht habe. Im ersten Video ging es ja darum, dass 8 Börsenexperten einen Marktausblick für den Rohstoffbereich gegeben haben. Das zweite Video beschäftigte sich mit den Analysekriterien, die diese Experten anwenden, um ihre Aktien auszuwählen. Ja, und dieses Mal wird es besonders spannend. Es geht um die Top-Favoriten für die nächsten 12 Monate. Und die beiden anderen Videos, falls Sie sie noch nicht gesehen haben, können Sie anfordern. Es muss irgendwo in diesem Video oder um das Video herum, oben, unten, rechts oder links, entweder eine Schaltfläche oder ein Formularfeld oder einen Link geben, wo Sie direkt diese Videos natürlich gratis für Sie anfordern können. Ich wollte auch noch kurz darauf hinweisen, dass die jeweiligen Börsenbriefschreiberlinge, dass ich dort in dem Video die Links verlinkt habe. Es gibt so kleine Schaltflächen. Wenn Sie dort draufklicken, dann müssten Sie direkt zu der jeweiligen Webseite kommen. Teilweise sind diese Börsenpublikationen gratis für Sie erhältlich. Teilweise gibt es Probo-Abos, die Sie dort bestellen können. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, also es gibt im Börsenhandel nichts Wichtigeres als Informationen. Also nutzen Sie diese Gelegenheit und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem heutigen Video. Kommen wir zu den Favoriten. Es ist natürlich heute sehr schwer, spezielle Favoriten auszuwählen. Ich gehe da hier eher in die regionale Betrachtung hinein und sage, neben den großen Playern, die jetzt offensichtlich ihre strategische Ausrichtung neu überdacht haben und nach dem starken Rückkommen des Kurses wieder Potenzial zeigen, auf der sicheren Seite als Dividendenzahler für die Investoren da zu sein, sehe ich speziell im australischen Bereich gute Chancen, wo ich hier ganz einfach eine Arbeitsmethodik vorfinde, die uns Investoren in Mitteleuropa sehr entgegenkommt, also zielorientiert. Hier sitzt der Vorstand um 6 Uhr in der Früh bei der Mannschaft bei der Besprechung. Das sind alles Managementqualitäten und wenn ich sehe, dass auch hier die Infrastruktur perfekt ist, kein politisches Risiko vorhanden ist und die Vorkommen, ich nenne nur zum Beispiel Westaustralien als Goldmecker, so suche ich mir dort an und für sich die Unternehmen gerne aus, weil sie alle Rahmenbedingungen erfüllen. Ein Unternehmen, das ich vielleicht namentlich erwähnen darf, ist Metal6. Die sind breit aufgestellt, haben ein perfekt funktionierendes Management, das bewiesen hat in der Vergangenheit, was sie zu leisten imstande sind, haben 130 Millionen in der Kasse, sind aufgestellt als Zinnproduzent, gleichzeitig mit zwei Goldproduktionsstätten am Werken, haben eine aggressive Expansionspolitik im Hause, die sie aus der Eigenkapitalschiene bedecken. Das heißt, die werden nächstes Jahr mit dem dritten goldproduzierenden Standort versehen sein und das Jahr darauf mit dem vierten. Sind jetzt bereits unter den Top 10 der australischen Produzentenunternehmen und haben einen weiteren steilen Anstieg vor sich. Betrachte ich jetzt hier die Eigenkapitalsituation mit 130 Millionen und eine Marktkapitalisierung von 300 Millionen, dann sehe ich hier enormes Wachstumspotenzial und im Grunde genommen eine solide Firma im Hintergrund. Drei Unternehmen ist schwierig zu sagen. Es gibt viele Favoriten, gerade jetzt, wo wir so einen Boden ausbilden, der für mich prägend für dieses Jahrzehnt ist. Da kann man unzählige Companies auswählen, aber jetzt von den größeren gefällt mir zum Beispiel Eldorado, eine Yamana, eine IM Gold. Im Goldsektor, im Uran bleibe ich bei meiner Uranerz und auch teilweise Cameco. Ja, Silber finden Sie viele Unternehmen, da braucht man hier nur auf der Messe sein. Öl
Selbstverständlich gibt es auch viele Dividenden-Stocks mit 12%, 13%, 14% Dividenden. Einer meiner Top-Favoriten aktuell sind physische Metalle. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil sie Gold, Silber, Palladium-Münzen oder Barren aktuell sehr günstig kaufen können. Und auf langfristige Sicht werden sie das auch als Sicherheit bekommen bei dem Währungs- und Wirtschaftssystem. Das wird in den nächsten 10 Jahren einen gewaltigen Knall geben. Das heißt, mindestens 10% ihres Depots sollten in physischen Anlagen sein, die sie schnell zu Geld machen können. Wir sind da auch spezialisiert auf Sammlermünzen, die noch zusätzlich zum reinen Metallwert einen Sammlerwert aufbauen. Und da lassen sich ausgesprochen interessante Stücke finden. Bei den Aktien im Moment ist einer meiner Favoriten Valenz Industries, eine australische Graphitaktie, weil es die erste Graphitaktie ist, die weltweit in Produktion geht, die jetzt schon aus alten Tailings produziert und schon die ersten paar Tonnen Graphit verkauft hat und auch schon die Mittel zusammen hat seit 2 Wochen, um eine Produktion aufzubauen im nächsten Jahr in größerem Umfang und eine neue Lagerstätte zu erschließen, zusätzlich zu den alten vorhandenen Anlagen. Ein weiterer Favorit ist aktuell Uranium Participation, eine Art Fondskonstruktion, die aber an der Börse gehandelt ist als Aktie in Kanada und USA, die physisches Uran kaufen in günstigen Phasen. Die haben eben Anfang des Jahres eine große Kapitalerhöhung gemacht und hatten dadurch die Möglichkeit, sich die günstigen Uranpreise zu sichern in diesem Jahr und werden nun in den wieder ansteigenden Uranmarkt sehr gut profitieren, indem sie dieses Uran dann zu höheren Preisen wieder verkaufen können. Meine Top-Aktien sind Premier Gold, diese verfügen über Top-Management und auch genug Cashflow, sowie Rye Patch, die werden unter ihrer Royalty im Moment gehandelt, das heißt, es ist also absolut unterbewertete Aktie. Und dann gibt es eine neue Emission im Technologiesektor, die heißt Slice. Man macht hier zum Beispiel mit dem Handy ein Foto und kann, wenn mir die Jacke gefällt, kann ich dies innerhalb von 5 Minuten dann sofort ordern. Ist meiner Meinung nach innerhalb der nächsten 12 Monate nicht mehr auf dem Kurszettel, weil das absolute Übernahmekandidat ist. Okay, also Favoriten, wenn wir jetzt mal in den Goldsektor reingehen, ich denke Goldproduzent wie eine Resolute Mining oder Richmond Mines, das sind sehr solide Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten im Markt sind und auch die schlechten Zeiten im Jahr 1999, 2000 überstanden haben, auch den Crash 2008, 2009 und die jetzt wieder auf diese Niveaus zurückgekommen sind. Und ich denke, auch eine Silver Lake Resources im Goldbereich, das sind Unternehmen, die produzieren zu relativ niedrigen Kosten, um die $1000 je Unze. Und das sind in diesem Mid-Cap-Bereich interessante Investments. Und wenn man sich ein bisschen vom Goldsektor diversifizieren will, denke ich, Prairie Mining ist ein ganz großer Favorit von mir. Das ist für mich eine ganz klare Übernahmestory in den nächsten 6 bis 12 Monaten mit einem riesen Kohleprojekt, 1,6 Milliarden Tonnen Kohle neben einer produzierenden Mine mit perfekter Infrastruktur und Weltklasse-Management mit Ian Middlemass und Ben Stojkovic an der Spitze. Also die gefallen mir sehr gut. Und vielleicht noch was aus dem Düngemittelbereich ist South Boulder Mines, haben ein gigantisches Potash-Projekt in Eritrea. Hier wird jetzt eine neue Machbarkeitsstudie erstellt und ich denke, hier werden wir bei den Kosten ein Projekt sehen, das sich die Großen nicht entgehen lassen können. Also ich sage mal, die Kosten werden vielleicht um 50% fallen gegenüber den alten Studien und ich denke, dann hat man hier auf diesem niedrigen Niveau von einer Marktkapitalisierung von 20 Millionen, 10 Millionen Cash, ist das Risiko überschaubar und man hat extreme Chancen. Wo ich dann wirklich sage, okay, die Aktie kann auch mal 200-300% in den nächsten Jahren machen. Okay, ja, also einer meiner Favoriten ist ein australisches Unternehmen namens Tiger Resources. Die produzieren Kupfer, seit neuestem Kupferkathoden, schreiben da auch Gewinne. Die Aktie ist ziemlich unter Druck geraten, einerseits mit dem gesamten australischen Rohstoffmarkt, andererseits, weil sie gerade eine Menge Geld aufgenommen und ausgegeben haben, um sich das Projekt zu 100% zu sichern. Wenn das Unternehmen jetzt liefert und die Produktion von 25.000 Tonnen Kupferkathoden im Jahr einhält, dann ist das meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis sich da eine Erholung zeigt. Keine Garantie, aber das sieht bei dem Unternehmen meiner Meinung nach gut aus. Ein anderes Unternehmen, das ich interessant finde, vor allen Dingen,
aufgrund des Rohstoffs, nachdem sie aus sind. Das ist die Pasinex Resources. Die stehen ganz am Anfang. Die haben jetzt eine gute Bohrung gemacht, eine sehr gute Bohrung. Weitere Bohrungen laufen. Da ist es halt ein bisschen eine Wette auf den Explorationserfolg einfach. Aber die suchen halt nach Zink. Und Zink wird für nächstes Jahr ein ziemlich großes Angebotsdefizit prognostiziert, weil da viele Minen, große Minen schließen. Also ist das vom Rohstoff her sehr interessant, wie sich das mit dem Projekt entwickelt, muss man mal sehen, aber es ist halt eine Wette auf den Explorationserfolg. Was ich noch interessant finde, ist Nickel. Da habe ich jetzt noch kein Unternehmen speziell im Blick, aber das, da bin ich am Suchen, denn das ist ein Rohstoff, der sehr, sehr weit runtergegangen ist und der schon eine Weile ein Stück wieder hochgekommen ist. Also Unternehmen, die im Nickel-Bereich gut aufgestellt sind, werden sehr interessant. Drei Favoriten oder Rohstoffwerte, die wir im Moment besonders im Fokus haben. Das haben sich jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen eigentlich super gute Chancen ergeben. So beobachten wir unter anderem im Goldbereich halten wir Red Eagle für sehr, sehr spannend. Die haben ein Goldprojekt in Kolumbien, haben jetzt im Oktober eine sehr, sehr gute Feasibility Study vorgelegt und sind kurz davor, ihre Mine zu finanzieren. Wir haben mit Unternehmensvertretern oder auch Branchenvertretern sprechen können, die sagen, dass bereits in den nächsten Wochen auch dass das Placement bzw. die Finanzierung der Mine stehen könnte, was wir sehr genau beobachten, weil das wäre eine der ersten modernen Untertageminen in Kolumbien. Hier fehlt nur noch eine letzte Lizenz, die auch bis Jahresende bzw. im Januar eigentlich das Unternehmen erhalten sollte. Zweites Unternehmen, das in den letzten Wochen sehr arg gebeutelt wurde, ist True Gold Mining. Das haben wir auch schon länger im Fokus. Wir haben da auch sehr gute Kontakte zu dem Vorstand Dwayne Melrose. Ist natürlich alles aufeinander getroffen an die letzte oder vor 2 Wochen eigentlich, als der Goldpreis richtig weggebrochen ist und natürlich dann in Burkina Faso die Unruhen ausgebrochen sind. True Gold baut in Burkina Faso aktuell eine Goldmine, ist voll finanziert und steht bei 24 Cent meines Wissens. Und das ist für uns eine riesen Möglichkeit, sich diesen Wert zumindest nochmal genauer anzuschauen und eventuell sogar auch zu kaufen auf diesem Niveau. Dritter Wert, den wir sehr spannend finden, ich habe vorhin schon Graphit erwähnt, aus dem Graphitmarkt. Wir beobachten Focus Graphite sehr genau. Unseres Wissens und unserer Meinung nach eines der weitesten entwickelten Graphitunternehmen. Graphit insgesamt ist nicht einfach. Es gibt sehr viel, ich sag mal, Lärm in der Branche, so dass man sich genau drauf verlassen muss oder genau schauen muss, welches Unternehmen hat tatsächlich zukunftsweisendes Material. Und wir sehen hier zum Beispiel die Batterieindustrie, auch für Automobile, als Indikator. Und da bewegt sich das Unternehmen wohl in einem sehr guten Bereich und auch das Produkt, das sie am Ende anbieten werden können, wird seinesgleichen suchen bzw. wird von der Industrie aufgenommen werden. Aktuell oder das Unternehmen ist kurz davor, oder eine Mine zu bauen in Quebec, und da sehen wir einfach Möglichkeiten in den nächsten 6 bis 12 Monaten an Kursgewinn zu partizipieren. Also eigentlich möchte ich für aktuellen Markt vor allen Dingen einen Favoriten hervorheben, das wäre Ur Energy, weil ich denke, dass im Uranmarkt, der ja auch vor dem Goldmarkt und Silbermarkt schon abgetaucht ist, dass dort auch als nächstes, mal salopp gesagt, die Post wieder abgehen wird. Oder auch Fuels Energy, das sind 2 Uranaktien, die ich für sehr attraktiv halte, dass sie vom aktuellen Niveau durchaus 100-200% zulegen können im nächsten Jahr vielleicht auch. Und in anderen Bereichen, denke ich, ist die Zeit noch nicht gekommen, jetzt einzusteigen. Da wird man, auch wenn es da viele interessante Werte gibt, wird man da noch etwas günstiger zum Einstieg kommen können in der Zukunft.